Ja, wie ist jetzt meine Meinung zu dem Ganzen? Also ich bin begeistert. Das ist wirklich lustig hier Realms mal alleine oder auch kooperativ zu spielen und verleiht dem Spiel einen ganz anderen Aspekt. Natürlich, das ist natürlich das erweiterte System von den Bosskämpfen, die man in dem Star Realms hat. Da gab es auch so einen Booster Pack. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, Ambit-Erweiterung oder so. Da waren auch Bosse drin, aber das Ganze wurde hier viel mehr ins Detail gebracht. Jetzt gibt es ja eigene vorgefertigte Boss-Decks. Die Fähigkeiten von denen sind schon ein bisschen komplexer und härter. Und durch das ganze Quest-System und dieses Level-System und auch so ein kleiner Skill-Baum eingebaut wurde, ist das Ganze richtig lustig zum Spielen. Und ja, ihr seid nicht so schnell durch, als man meint. Ja, also ich sag mal, in einer Stunde hat man zwei Bosse durch alleine. Und wenn ihr die ganze Kampagne spielt, dann sitzt man schon mal 4, 5 Stunden am Stück. Kann auch ein bisschen länger werden, wenn man an einem Boss ein bisschen Probleme hat. Aber so eine Kampagne kann man schon mal durchziehen. Ja, und das ist echt lustig, einfach nur hier, wenn man Bock hat auf ein tolles Deckbuilding-Spiel, gerade keine Mitspieler hat, wirklich 1A geworden das Ganze und macht total Lust auf mehr Bosse. Vielleicht können sie das System noch ein wenig mehr ausreizen. Es ist voll cool, dass man Schätze findet, Relikte, Skills für seinen Charakter, der immer besser wird. Ja, einfach toll. Ja, macht super viel Spaß und ich empfehle euch, jeder, der Hero Realms besitzt und die Charakterpacks dazu, kommt um dieses Addon nicht herum. Ja, es macht alleine richtig Spaß und kooperativ natürlich auch. Ja, ich habe es jetzt maximal zu dritt gespielt und das war echt auch voll lustig. Ja, also in jeder Spieleranzahl würde ich sagen, es ist richtig eine Gaudi, das zu spielen. Und ja, für den Preis von, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie viel es gekostet hat, ich glaube 20 € oder so, oder 25, glaube ich, bekommt man da richtig eine tolle Erweiterung. So muss das Ganze aussehen. Und hier will im Solo spielbar mit einem tollen Abenteuermodus. Echt top. Ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Die Boss-Decks, auf die freue ich mich auch schon, die zu spielen. Gegeneinander oder eben gegen andere Spieler, wie das gebalanced ist, mache ich vielleicht noch eine Meinung dazu oder ein Video dazu. Aber ich denke, die könnt ihr euch schon mitnehmen, wenn man jetzt schon von dem Spiel alles hat, sich das auch noch kauft, dann sollte man sich, glaube ich, die Boss-Decks auch noch holen. Die sehen ja echt ziemlich cool aus hier, die beiden. Ja, damit ein bisschen blöd geöffnet hier. Und ja, wie gesagt, ich mag Deckbilder. Hier Williams, so total lustig zu spielen. Und wenn ihr Bock drauf habt, das Ganze eben oder die Zeit nicht habt oder die Mitspieler habt, dann schaut euch das Ganze mal an. Es ist wirklich top. Man haut sich eine halbe Stunde auf den Tisch für so einen Boss und macht einfach Bock. Ja, das war's zu Hier Williams. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und eine absolute Empfehlung von mir, dieses Spiel. Eine klar 5-Sterne-Erweiterung für mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Austrian Board Gamer. Ciao.